Heute ganz wichtiges Spiel, Borg auswärts gegen VfK Südwest. Dritter gegen Vierter und es geht auch ums Treppchen. Nach oben ist gar nicht mehr so viel möglich, aber nach unten halt. Wer schafft aufs Treppchen? Borg verliert heute 3:2 auswärts. VfK gewinnt und an meiner Seite Till Putz, Mittelangreifer und Sören Lambrecht heute auf der Trainerposition und außen, Außenannahme. Till, erste Frage an dich. Ihr gewinnt heute 3:2. Wie glücklich bist du? Also ich bin sehr glücklich, vor allem nach dem Spiel bei euch. Also ich habe mir das auch so ein bisschen vorgenommen, jetzt das Spiel mitzunehmen quasi. Ich hätte mir zwar auch gerne 3 Punkte gewünscht, aber 2 Punkte kann man auch mal mitnehmen, denke ich. Genau. Ihr lagt ja schon 2:0 hinten und am Ende finisht ihr ganz schön und holt dann 3 Sätze am Stück. Was war im Spiel los? Ich denke, dass wir erstmal so wie so ein Stein ins Rollen kommen müssen. Das hatten wir auch schon beim Hinspiel gehabt, dass wir euch erstmal 2 Punkte vorgelassen haben, um dann 2 Sätze in Folge zu holen. Das ist leider generell so ein Problem bei uns, dass der Anfang meistens nicht so gut klappt. Aber dann, wenn wir so ein bisschen im Spiel drin sind und es nicht schon zu spät ist, dann klappt es auch meistens schon wieder. Genau. Sören, eigentlich waren wir froh, dass diese 5-Satz-Serie, die wir irgendwie vor Weihnachten schon begonnen haben, in der vorletzten Woche beendet hatten gegen Schulzendorf mit einem klaren 3:0. Jetzt geht die Misere schon wieder los. 5 Sätze und am Ende sogar das glücklichere Ende nicht für uns. Was war los im Spiel? Was war los im Spiel? Also wir hatten eigentlich einen guten Start. Ich glaube, die Aufwärmphase an sich, die war ein bisschen träge heute. Das hat man gemerkt. Nichtsdestotrotz... Die Leute, die auf dem Feld waren und auch die draußen Stimmung gemacht haben, sind gleich voll motiviert reingekommen und wir haben am Anfang eigentlich einen guten Standard runterspielen können. Haben uns immer so ein paar Punkte erhamstert und haben das dann glücklicherweise im ersten Satz, der ging ja dann glaube ich in eine Verlängerung, der war 26-24, wenn ich mich jetzt nicht irre, den ziehen wir dann glücklich mit Aufschlag im Endeffekt und einer vernünftigen Feldabwehr. Und einen zweiten Satz, ja, da starten wir auch gut. War immer ein enger Schlagabtausch mit einem glücklicheren Ende für uns. Und ab Satz 3 und 4 war dann wie, als ob Luft raus. Also im Aufschlag hat der Druck gefehlt. Dann haben sich die Fehler vermehrt. Dann läuft man 2-3 Punkten hinterher und jeder geht dann, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Risiko und ist dann wieder weg. Und gerade diese Basics, die sind dann halt weg. Ja. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, lange Schläge, also Aufschlagannahme, das wird das Hauptziel sein. Oder das entscheidende, die beiden entscheidenden Elemente. Und da musste eben mit den langen Angriffsschlägen arbeiten. Ja. VfK hat die Abwehr relativ dicht ins Feld reinzentriert. Und da kriegen sie dann halt die harten Schläge, die dann eben volle Suppe immer geschlagen werden müssen, die kriegen sie dann halt. Ja, ein bisschen mehr Cleverness, dann hätten wir sicherlich... die anderen Sätze, die wir verloren haben, gewinnen können. Und naja, nun stehen wir hier wieder und haben wieder eine 5-Satz-Niederlage. Aber so ist das Leben. Naja, du hast es ja auch nach dem zweiten Satz angesagt, ich glaube, oder im dritten Satz in der Auszeit irgendwie. Nachdem wir 2 Sätze eigentlich ganz gut holen, da waren wir auch gut im Spiel. Und dann haben wir, glaube ich, im dritten Satz sind wir schon ein Stückchen weg. Und da sagst du dann, nimmst eine Auszeit und sprichst das genauso deutlich an. Wollt ihr hier wieder nach Berlin eiern und ein 5-Satz-Spiel spielen, so irgendwie sinngemäß. Am Ende kam es jetzt so. Wenn das machen wolltet, ne? Wenn das machen wolltet, dann habt ihr ja. Das ist ja. Aber gut, im Endeffekt, Trainer ist schuld, das ist ein richtiger Dulli. Heute war ich es wieder, naja, ist halt so. Jetzt habt ihr, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr habt noch irgendwie ein Spiel weniger als wir, also habt noch ein Nachholspiel. Ihr seid knapp hinter euch, könnt aber, wenn ihr alle 4 Spiele holt, dann habt ihr die Pole, wenn man so will. Wie sehr habt ihr das Treppchen im Visier? Also wie Joric schon im Hinspiel meinte, war es so, dass unser Ziel oberes Drittel war und ich glaube, wir befinden uns da ja trotzdem noch und daran hat sich jetzt auch über das Jahr hinweg noch nichts verändert gehabt. Von daher, ich denke, das nächste Spiel ist jetzt gegen den TSC auch, was durchaus ein Spiel ist, was wir schon holen sollten könnten. Die Spiele danach werden vor allem schwierig, aber ich denke, das Ziel ist trotzdem klar, dass wir Platz halten und vielleicht euch noch überholen. Aber ja, dritter Platz klingt halt schöner, wa? Ja, genau. Also
Sören, letzte Frage an dich. Für dich habe ich gleich noch eine, aber letzte Frage an dich. Heute hast du auch die Möglichkeit, Lennox einzuwechseln. Ist ja Jugendspieler aus der eigenen Jugend von Borg und hat es jetzt in den Kader geschafft. Wie warst du von seiner Leistung heute zufrieden oder unzufrieden? Naja, finde ich jetzt ein bisschen unangenehm, die Frage. Also wenn man das jetzt halt auf Männerbereich runterbricht, dann war ich heute eher weniger zufrieden. Aber das sind eben so Schwankungen. Lennox ist, weiß nicht, 18, 19, irgendwie sowas. Spielt sonst eigentlich bloß Freizeit oder hat Freizeitvolleyball gespielt, hat jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen mehr angefangen, Volleyball zu spielen. Und dem fehlt da eindeutig die Erfahrung in allen Elementen. Und das sind halt auch so eine Dinge. Wir müssen ihn einwechseln, er muss das lernen. Er muss an den Dingen wachsen und ihm seien die Fehler immer noch verziehen. Da muss man eben ein bisschen geduldiger bleiben. Der hat super Voraussetzungen, um Leistungsträger bei uns im Team zu werden. Und da muss man eben mal ein bisschen in die Zukunft investieren. Ja, wir haben halt eine sehr heterogene Truppe. Jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Wenn bei dem einen dann die Stärke wegbricht, dann kannst du halt den anderen mal bringen, um ein bisschen Wechsel zu machen. Und das hat an und für sich eigentlich funktioniert. Also ich will da keinem irgendwie einen Vorwurf machen im Endeffekt. Alle waren stets bemüht, anstrengend zu wirken, ne? Wie man das so oder Personalwesen sagt. Aber es ist okay. Ja, der Gegner war heute einfach ein kleines Fünkchen besser. Und das nächste Mal holen wir wieder 3 Punkte, bin ich mir sicher. Letzte Frage für dich. Was sind so deine persönlichen Volleyballziele, vielleicht für die Saison, aber auch für die Saison hinaus? So, für die Saison natürlich. Ich bin jetzt neu in dem Team und natürlich DJK war ich im Jugendbereich. Nee, da war ich nicht. Sonst wäre ich nicht abgestiegen. Ne? DJK Westen war ja letztes Jahr. Ne? Genau. Ich bin da vorletzte Saison bin ich hier zum VfK gekommen und da habe ich mich jetzt hochgespielt gehabt so ein bisschen und deswegen ist mein Ziel vor allem, sich jetzt auch ein bisschen mehr in die Mannschaft einzubinden, quasi das Vertrauen von den Zuspielern auch, vor allem ist es sehr wichtig als Mitte, zu gewinnen und in die Zukunft hinaus auf jeden Fall habe ich mir immer vorgenommen, quasi das Beste aus mir rauszuholen, was geht. Also ich habe mir jetzt nicht Bundesliga gesetzt, sondern einfach so gut, wie ich denke, wie ich spielen kann, will ich spielen können und ja. Da muss ich aber die Frage jetzt nochmal nachziehen, wenn du jetzt so einen Schall, so einen Passer schickst, was ist denn, was glaubst du denn, was das Beste ist, was du kannst, wenn du sagst, du grundsätzlich, ich möchte so, hast du dir für dich irgendwo einen Anschlag gemacht? Alles gut. ich denke, ich weiß nicht, ob als Mitte, aber ich denke mal, dass Zweite vielleicht noch drin ist, auf jeden Fall. Erste, wenn ich mir das angucke, wer in meinem Alter da hochgeht, denke ich mir... Wie alt du bist? 18. 18, jetzt fett 19. Und wenn ich mir da so gucke, wer Verträge vom VCO da hochbekommt, dann denke ich mir so, wird schon schwierig. Vor allem als Mitte, 1,90, bisschen drüber bin ich ja, sind die Aussichten relativ schlecht. Ich denke mal, zweite Bundesliga auf irgendeiner Position vielleicht noch, eventuell. Und ja, Libero mindestens. Genau. Oder als Mitte vielleicht maximal noch Dritter oder sowas. Dann glaube ich, wird die Größe zu großes Hindernis oder so. Und dann wird es schwierig. Also, ja. Ja, gibt's ja, willst du was sagen, ja? Naja, da gibt es ja, also Größe, Mitte, ja, ist ein Kriterium, aber gibt es ja auch so Spezialisten wie Joao José, damals bei Friedrichshafen mit 1,86 oder was er war, einer der besten Mittelblocker in der Champions League, also Größe allein, ne? Streng dich an, dann verfolgen wir deine Karriere. So, alles klar, aber wir bleiben jetzt im Hier und Jetzt, quasi Regionalliga 2022, 2023 und... Wir sehen uns dann, ja, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Sehen wir uns nächste Woche schon? Nächste Woche ist frei. Ende Februar, oder? Nee, stimmt, da ist frei. Wir sehen uns. Wann erfahrt er im Einblender nach dem Interview? So. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Bianca, an der Stelle wünschen wir dir gute Besserung und wir sehen uns. Macht's gut, tschüss.